Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und ich wusste auch nicht, dass der Teich mittlerweile abgedeckt ist mit Styrodurplatten. Und da kommen jetzt die Koi gleich rein. Große Gefahr, müssen Sie immer darauf achten, wenn Sie mit Styrodurplatten abdecken, dann haben Sie komplett die Kontaktschicht zum atmosphärischen Sauerstoff unterbrochen. Wenn also die Belüftung im Teich ausfällt, wenn ein Stromausfall wäre und Sie nichts mit Autobatterien, mit sonst irgendwas haben oder rein Sauerstoff mit Stromabfallventil, dann werden die Fische relativ schnell drin sterben. Und je höher die Temperatur, und sie ist jetzt mit 14 Grad sogar sehr hoch, desto gefährlicher ist es. Und wenn ich jetzt Ole wäre, das werde ich Ihnen nachher auch sagen, ich würde die Styrodurplatten jetzt nur nutzen, wenn ich sie brauche, um die 14 Grad zu halten, und würde die Temperatur langsam runterfahren. So eine Abdeckung wäre mir bei dem Bestand, bei den vielen Fischen, weil wir packen hier 400 Kilo Fisch rein, wäre mir much too hot. Also das kann man machen, aber ich sag mal, 5% der, die es machen, machen es nur einmal, weil sie dadurch nachher Fische verlieren. Über den Teich kann ich jetzt nicht so viel sagen, außer dass er komplett stahlbetoniert ist. Er ist mit PE ausgekleidet, sehe ich, er ist isoliert, sehen wir hier gleich. Und er ist vor allem eins, er ist mega, mega geil angelegt. Das haben ja viele schon auf Facebook gesehen bei Ole. Und hat aber auch, muss man sagen, gleich die richtigen Pflanzen ausgesucht. Das schauen Sie uns gleich an. Riesen Eibenkugeln, tolle Kiefern. Das scheinen Ahorne zu sein, also ein paar richtig große Azaleen, und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Wenn man das Budget noch hat und man will so eine Anlage anlegen, kaufen Sie sich gleich große Pflanzen, weil ob die häufig, auch wenn sie das Potenzial haben, das ist wie mit den Koi, ob die häufig dann an den Standorten, wo sie sind, auch tatsächlich ihre Endgröße bekommen oder einfach nur vor sich hin vegetieren über Jahre, das ist auch die Frage. Und auch Pflanzen müssen dann geschnitten, gemacht, getan werden. Drum, wie bei den Koi, wenn man einen wirklich richtig großen möchte und sicher gehen, dann ist man bestens beraten, wenn man sich das gleich groß kauft. So, vielleicht gleich erstmal zur Teichtechnik. Außen sehen wir die Stahlbeton. Dann haben wir die Isolation und dann das PE-Inlay. Könnte man auch gleich aus PE bauen, so wie es Genesis macht. Ist aber, glaube ich, kein Genesis-Teich. Aber da sind die Geschmäcker verschieden. Wenn man jetzt gerade das Haus und alles neu baut und die Handwerker da hat, dann kann man natürlich auch die Sache kurz ausgießen lassen. Hier sehen wir wunderbare Buchskugeln, die mit Sicherheit 1,50 Meter, Eibenkugeln, die 1,50 Meter im Durchmesser haben. Hier hinten eine wirklich tolle Kiefer, hier die Ahorne, die Hecke hinten, Thuja, braucht noch ein bisschen, und auch hier. Aber hier gibt es noch viel zu tun, da ist man noch eine Weile beschäftigt, bis das alles mal angelegt ist. Ganz lecker, wenn man auch Hunde hat, wenn die dann hier mal richtig schön am Durchwetzen sind. Und Teich passt proportional sehr schön zum Grundstück. Und ich kann mir schon vorstellen, die zwei, Claudia und Ole, haben ja ein tolles Händchen fürs Anlegen. Hat man ja auch bei ihrer Anlage schon gesehen, dass es nachher schon auch ein Paradies gibt. Aber wie gesagt, das mit den Styrodurplatten würde ich mir bestens überlegen. Bei Stromausfall und 14 Grad und 400 Kilo Fisch auf 68.000 Liter. Das sind nur wenige Stunden, wo das gut geht. Und ein Stromausfall ist ja nur das eine. Es kann ja viel andere Quatsch auch passieren. Also von daher auf jeden Fall bleiben lassen. Hinten haben sie ja noch einen Pool. Dann schauen wir uns auch noch an. Auch schön der Übergang. Nicht direkt aneinander gebaut. Und der braucht auch noch ein bisschen. Wie viel Kubik hat der Pool? Auch 50.000 ungefähr, oder? Du weißt es nicht. Claudi weiß nicht. Ich auch nicht. Können wir nachher Ole fragen. Und jetzt gehen wir dorthin, wo Claudi vorher gesagt hat, das ist doch völlig bekloppt. Oder sag mir bitte, das ist bekloppt. Ist es bekloppt, denn? Ja, auf jeden Fall. Das ist bekloppt. Und zwar der Filter. Und das ist der Vorteil, wenn man die Dinge zweimal machen kann im Leben, dann kann man all das, was man beim ersten Mal so gemacht hat, dass man es beim zweiten Mal nicht mehr so machen würde und wo man sich vielleicht auch viele Jahre drüber geärgert hat, und dann kann man sagen, so, und jetzt wird es einmal richtig gemacht. Und was sich hier hinter diesem Garagentor verbirgt, das sehen Sie jetzt gleich. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.